Diesmal im Testbericht dieser dicke Schinken hier. Wir schauen uns an, was seine Stärken und seine Schwächen sind. Osprey ETA, auf geht's! Bevor das Video startet, eine kleine Randinformation. Falls euch heute das Bild oder die Bildqualität ein bisschen komisch vorkommen sollte, dann liegt es daran, dass ich aktuell keine Kamera habe und den ganzen Spaß mit meinem Smartphone aufnehmen darf, das doch mittlerweile irgendwie so 7 Jahre alt ist. Deshalb entschuldigt das bitte, nächstes Video wird wieder besser, dann ist die Kamera wieder da. Für die eingefleischten Fans unter euch, ihr wisst vielleicht noch vom Osprey Mutant Test, dass Osprey ja eine Firma ist, die sich in den letzten Jahren ein bisschen gemausert hat. Denn sie waren nicht immer so schön professionell mit einem neuen Webauftritt und so weiter und so fort, sondern eher eine Firma mit nicht so wirklich schönen Rucksäcken, die auch nicht so wirklich haltbar waren. Es gab jedenfalls viele Probleme in der Vergangenheit. Deshalb ist es umso spannender, als vor einigen Jahren die ETA, Atmos und Mutant Serie neu aufgelegt bzw. erstmals erschien. Und den ETA bzw. in der Damenversion heißt das ganze Geschoss Ariel. Den habe ich jetzt für euch getestet und genau um den geht's jetzt. Schauen wir uns erstmal die Eckdaten des Osprey ETAs bzw. des Ariels an. Kurzer Disclaimer für die Damenwelt da draußen. Der Ariel unterscheidet sich in den Features überhaupt nicht. Er unterscheidet sich hauptsächlich in den Abmessungen. Aber auch beim ETA gibt es hier Unterschiede zwischen der SM und LXL Größen. Ich habe jetzt hier als Referenzwerte die SM-Größen, genauso wie ich ihn letztlich auch getestet habe. Der Osprey ETA 85 Plus oder Plus 85 ist 81 cm hoch, ist 41 cm breit und 40 cm tief. Damit kommt er durch die Rückenkonstruktion und allerlei Features auf stolze 2,7 kg Gesamtgewicht, also Leergewicht, in der Größe SM. Gefertigt wird der dicke Schinken aus 210 Denier starkem Nylon, also relativ dick. Die Rückenkonstruktion des Rucksacks ist vollständig und stufenlos verstellbar. Er hat einen Frontload, einen Topload und auch einen Bottomload. Schlafsackfach hat man das früher bei den Erfindern namens Deuter genannt. Er hat 2 Pickelschlaufen, er kommt außerdem noch auf 2 zusätzliche Befestigungsschlaufen unten, 4 Gurtbänder insgesamt an der Seite, 2 Frontfächer, die separat voneinander funktionieren mit Reißverschluss, einen Deckel mit jeweils 2 Reißverschlüssen. Zusatzfächer in kleinster Ausführung innerhalb des Rucksacks und auch außen nochmal dran. Außerdem eine Trinkblasenkonstruktion, eine eigene Abtrennung für das Schlafsackfach und auch noch viele andere Befestigungsmöglichkeiten. Ausgelegt ist der Osprey ETA Plus 85 für ein Beladungsgewicht von 18 bis 32 Kilo. Dazu kommen wir gleich nochmal, warum 18 Kilo eigentlich quasi ein Minimalgewicht ist. Das erkläre ich euch gleich nochmal am Techniktisch genauer. Insgesamt klingt das alles natürlich nach sehr viel Ausstattung. Gerade für die Tracker unter euch, ihr werdet feststellen, das ist ziemlich viel Klimbim, das an diesem Rucksack dran ist. Auch außen und mit Zugängen und Fächern und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite werden viele Bergsteiger von euch sagen, mein Gott, ist das ein Riesenvolumen. Und genau das ist hier jetzt auch der Witz, denn der ETA versucht sowohl die ganze Ausstattung der bergsteigerischen Rucksäcke, des Mutants beispielsweise, zu verbinden mit dem Komfort und auch den Möglichkeiten eines Tracking-Rucksacks. Und wie gut das Ganze funktioniert hat, wie gut die Verarbeitung dieser Materialien letztlich funktioniert und auch so ein bisschen diese Fusion zwischen Tracking und Bergsteigen, das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich möchte die Verarbeitungsqualität jetzt am Technik-Tisch ein bisschen abkürzen. Ich habe mir den Rucksack angesehen und nichts gefunden. Es gibt so viel zu besprechen, dass ich versuchen muss, das jetzt irgendwo rauszukürzen sozusagen. Ich werde vielleicht nochmal ein ganz detailliertes Video, nicht als Test, sondern wirklich als Vorstellung von diesem Rucksack und wie man ihn verwendet, wie man ihn einstellt, machen. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare, dann kann ich sowas mal in Produktion bringen. Aber jetzt für den Test ist es auf jeden Fall wichtig, euch mal einen Überblick zu verschaffen. Features und vor allen Dingen die Materialien, die für die Features eingesetzt werden, über die müssen wir sprechen. Wir haben ja für die Gurtbänder solche kleinen Clips eben. Und diese kleinen Clips, die gibt es auch in teurer, hochwertiger, nämlich bei diesem Mutant. Da haben sie es nämlich geschafft, dass man quasi hier diese Außendruckknöpfe macht. Die hätten sie, und die sind glaube ich auch ein ganz Eck teurer in der Verarbeitung, die hätten sie hier nicht nur verbauen können, die hätten sie verbauen müssen. Denn wenn wir uns das jetzt hier am Brustgurt mal anschauen,
Ich muss halt immer in die Kuhle reindrücken und das geht halt mit dicken Handschuhen nicht. Dafür habe ich Osprey im Mutant-Test sehr gelobt, falls ihr euch erinnern könnt. Das haben sie hier aber nicht umgesetzt. Diese Kleinigkeiten, dass nicht die 1A-Materialien verwendet wurden, sondern einfach die Standard-Sachen, das wird uns noch öfter begleiten. Das gleiche haben wir bei den Reißverschlüssen und das gleiche haben wir auch bei so Straps, die man wo befestigen kann, Gurtbänder und so weiter. Man sieht das überall, nicht im Sinne von, es wurde gespart, sondern im Sinne von, es wurde einfach nicht das extra teure gekauft für die Verarbeitung. Fangen wir mit den Features an. Wir haben auf dem Hüftgurt zwei große, und damit meine ich, holy shit, große Taschen, die sind riesig. Das Einzige, was mich an denen ein bisschen nervt, ist der Reißverschluss, der dadurch, dass er so ein bisschen gecurved ist, ich kriege den halt nicht vernünftig auf und wieder zu. Ich muss immer sozusagen mit der Kurve... Ihr seht das Problem. Genau, so viel dazu. Der Hüftgurt allein für sich ist extrem bequem. Er ist sehr, sehr hart, was den Nachteil hat, dass er am Anfang einfach ein bisschen steif wirkt, was den Vorteil hat, dass er auch nach 100, 150, 200 Einsätzen immer noch gleichermaßen unterstützend ist. Selbes gilt für den Schulterriemen nicht ganz, denn wir haben hier unten zwar den härteren, die härtere Polsterung, hier oben haben wir aber wirklich sehr, sehr weichen Schaumstoff zusätzlich nochmal drauf. Auch hier trägt er sich lächerlich bequem, also wirklich ganz, ganz gemütlich. Tragekomfort. Und beim Tragekomfort kommt es auf zwei Sachen bei solchen großen Trekking- und Expeditionsrucksäcken an. Der erste große Punkt ist natürlich, wie gut kann ich ihn letztlich schultern, wie gut kann ich ihn letztlich auf die einzelnen Teilbereiche meines Körpers verteilen, die Last. Der zweite große Punkt ist selbstverständlich, wie verteilt sich die Last innerhalb des Rucksacks. Das hat natürlich ganz direkte Auswirkungen auf den Tragekomfort. Das heißt, das eine geht ohne das andere nicht. Was sagt uns das jetzt ganz konkret in der Praxis? Erstens, wir müssen natürlich beim Rucksack immer schauen, also die Hersteller, wollen sie das Volumen eher im Umfang verteilen? Also erhöht sich der Umfang des Rucksacks, wenn wir uns den jetzt einfach mal so hinstellen und anschauen. Die andere Frage ist, oder die andere Möglichkeit ist, dass wir den Rucksack höher bauen, also quasi einen Turm draus machen. Die einen Rucksäcke lösen das so, die anderen so. Lowe Alpine beispielsweise löst das eher über so einen Turmaufbau. Also da hat man dann wirklich einen großen Turm. Wenn man sich beispielsweise den Alpamayo 95 anschaut, das ist ein ordentlicher Turm. So, der geht nicht so sehr in die Tiefe, der hat keinen extremen Umfang. Andere Rucksäcke beispielsweise bauen sie eher im Umfang und nicht so sehr in der Höhe. Das heißt, sie sind von der Höhe her ein bisschen kompakter. Was für einen Vorteil hat das? Großer Vorteil ist natürlich, ich bin niemals kleiner als mein Rucksack. Das ist gerade, wenn wir so wie heute hier im Wald unterwegs sind, nicht schlecht. Wenn wir unter einem Baum drunter müssen, dann kann es halt sein, bei einem sehr hohen Turmaufbau, dass wir dran hängen bleiben, obwohl wir selber ja drunter gepasst haben. Natürlich hat aber auch der erhöhte Umfang und dadurch das erhöhte Volumen einen entscheidenden Nachteil, nämlich wenn wir wirklich das Gewicht gleichmäßig im Rucksack verteilen, also nicht in der Höhe, sondern in der Fläche gesehen, dann haben wir einen größeren Zug nach hinten. Was macht jetzt der Ether? Reden wir mal ganz konkret über den, um den wir jetzt eigentlich gehen. Ihr seht, er ist schon ein ziemlicher Turmaufbau, nicht extrem, er hat oben so einen kleinen Kopf, der ist auch sehr, sehr nervig, denn ich kann nicht nach oben schauen. Also wirklich, ich kann wirklich nicht nach oben schauen, ich komme halt nicht retour. Das liegt auch daran, dass ich ihn jetzt ein bisschen absichtlich blöd gepackt habe. Er hat halt oben keine Konstruktion mehr, die dem Inhalt eine Form gibt, so wie sozusagen die Rückenplatte beispielsweise, das hat er oben nicht mehr. Gleichzeitig sieht man aber auch, okay, er hat nicht einen extremen Turmaufbau, ein bisschen Turm ist er schon. Was hat er stattdessen? Naja, er hat natürlich einen größeren Umfang. Jetzt kann man sagen, er hat sozusagen beides und hat damit den perfekten Kompromiss. Wenn ihr den mal eine Weile tragt, werdet ihr merken, er ist halt weder Fisch noch Fleisch. Zum Tragekomfort per se, wenn ihr den Rücken richtig einstellt, was nicht so einfach ist, denn die Verstellmöglichkeit ist hier hinter der Rückenplatte. Das ist ein Krampf. Ich verstehe schon, warum sie das so gemacht haben, denn so nervt das nirgends, so steht das nirgends im Weg. Es gibt aber Lösungen von Lowe Alpine beispielsweise, wo man oben so einen kleinen Griff hat, an dem man das ganze Ding verstellen kann. Das ist sehr, sehr viel besser gelöst und stört auch überhaupt nicht. Es ist natürlich die leichtere Möglichkeit. Es heißt aber auch gleichzeitig, die Rückenkonstruktion hängt an zwei Gurtbändern, die einfach nur langgezogen werden, mit so einer kleinen Plastiklasche. Das kann
langfristig vielleicht ein Problem werden, denn austauschen sehe ich hier persönlich nicht. Also wenn hier mal was kaputt geht, ich persönlich könnte das nicht reparieren, denn dafür ist hier alles viel zu verbaut und natürlich auch immer auf viel zu viel Spannung. Das heißt, das ist schwierig, das wäre so ein richtig typischer Fall für muss man einschicken und das mag ich immer nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall mit diesem Riesendeckel für sich allein beschäftigen. Er kann auch als eigener Rucksack getragen werden und das glaube ich sofort, denn dieses Ding ist wirklich groß. Wir haben hier einmal dieses ganz, ganz große Fach und das ist ja praktisch. Wir haben dann hier nochmal ein kleineres Fach und jetzt kommt das etwas Bescheuerte. Wir haben hier nochmal einen Reißverschluss und dieser zusätzliche Reißverschluss führt aber in keine zusätzliche Tasche oder sowas, sondern führt hier in eine Tasche, die hier aufgerollt ist. Das ist im Prinzip notwendig, damit man das ganze Ding dann zu einem Rucksack umbauen kann. Das ist nicht so schlau gelöst, weil wenn ich das hier nicht verwende, also wenn ich das hier zulasse und nur diese zwei Taschen verwende und hier in die zweite sozusagen was reinpacke, dann rutscht mir das alles unter diesen Wulst, der hier zusammengerollt am Anfang liegt. Generell ist das alles nicht so übersichtlich, wie ich das gerne hätte. Ich finde, man kann in solchen, gerade in solchen riesigen Deckeln, durchaus auch mal eigene Fächer nochmal einbauen. Wir haben hier noch zwei Netztaschen außen. Hier muss ich ehrlicherweise sagen, das haben sie nicht schön gemacht. Es ist wieder so ein Netz, das über die Jahre ausleiert. Ich kenne das von den Lowe Alpine Rucksäcken. Ja, diese Dinger leiern aus. Sobald ihr den wirklich ein paar Mal im Einsatz gehabt habt und immer was auf Spannung drin war, sie leiern halt aus. Das sieht nur nicht schön aus, sondern irgendwann verliert das einfach auch den Rückhalt, also die Spannung und kommt nicht mehr in die Form zurück und dann fallen auch schneller mal Sachen raus. Diese Netze kann man sich einfach sparen. Schauen wir uns noch die Front für sich allein an. Die ist nämlich auch super spannend. Wir haben einen Front Load. Wir haben auch einen Top Load und Back Load, also Bottom Load. Hier ist sozusagen das Schlafsackfach. Hier drunter ist nochmal ein Rain Cover. Das kann man auch nochmal aufmachen. Wir haben hier diesen Front Load. Der ist praktisch und unpraktisch zugleich. Praktisch ist er, weil ich ja wirklich fast den kompletten Rucksack öffnen kann. Ich habe ein bisschen was weggespart, weil ich ja den Bottomload auch noch habe. Aber sonst habe ich im Prinzip Zugriff auf den kompletten Rucksack. Was ist nicht so geil? Das Öffnen und Schließen des Frontloads funktioniert mit diesem Reißverschluss. Und dieser Reißverschluss hat, weil er nicht wasserdicht ist, eine Lippe bekommen. Nämlich überall, einmal rundherum. Er hat zwei Reißverschlüsse, also zwei Schieber. Und was ihr relativ schnell erkennen könnt, ist, dass immer irgendwas im Weg ist. Und gerade diese Lippe führt letztlich dazu, dass alles ein bisschen schwerer zugeht und dass ich ihn auch nicht so einfach öffnen kann. Denn ich muss immer erst diese Lippe sozusagen ein bisschen wegbiegen. Dann muss ich schauen, welchen Schieber habe ich hier jetzt eigentlich in der Hand und kann es dann öffnen. Ansonsten gibt es zu dem Frontzugang nicht so viel zu sagen, ist halt ein Frontzugang. Wie sieht es auf der Front sonst noch so aus? Wir haben zwei kleine Fächer, die eigentlich ein riesiges Fach sind, wo man sich sehr, sehr leicht gemacht hat bei Osprey und hier einmal in der Mitte durchgenäht hat. Über diese zwei Taschen, die wir hier seitlich öffnen können, na, die sind auch wirklich groß, da können wir nochmal einen kleinen, haben wir so ein Netzfach, das ist Stretch, das heißt, da können wir alles reinpacken, was wir vielleicht immer wieder mal gelegentlich brauchen und dann wieder wegpacken wollen und so weiter, wenn wir nicht den kompletten Rucksack wieder zerlegen möchten. Das ist super praktisch, ich mag solche Lösungen, solche vorübergehenden Lösungen. Ich finde es zum Beispiel sehr schade, dass es heute nur noch sehr wenige Rucksäcke gibt mit einem Frontnetz. Also es gibt halt nur noch so Helmnetze und so Geschichten, aber wirklich ein Netz, wo ich Sachen reinstopfen kann, das finde ich sehr, sehr schön gelöst. Das ist einfach praktisch, das kann man immer brauchen und es wiegt nichts. Warum sollte man das nicht an seinen Rucksack dran machen? Schauen wir uns noch ein paar Kleinigkeiten hier an der Front an. Wir haben hier Gurtbänder mit einem Standard-Clip. Ich werde mich da jetzt nicht weiter drüber aufregen. Da kann ich nochmal zusätzlich was befestigen. Beispielsweise, die Schneeschuhe passen da zum Beispiel rein. Die Verlängerung der Gurtbänder ist so lang, dass ich da wirklich einiges unterbringen kann. Schneeschuhe, Ski sowieso. Ich bringe da auch einen Helm drunter. Ich habe natürlich auch hier nochmal ein zweites Gurtband. Wenn die offen sind, dann verliert die ganze Front so ein bisschen die Form. Das ist sehr schade. Deswegen vergesst ihr einfach nicht zu schließen. Generell ist es so, der Rucksack ist ja riesig. Also, sieht man ja. Aber man kann ihn durch die gesamten Zurgurte, die wir haben, also hier an der Seite, der ist jetzt gerade offen, hier an der Seite beispielsweise, haben wir immer zwei Gurtbänder, die verlaufen hier auch dann nochmal so im Zickzack hin und her.
Die kann man dann nochmal enger ziehen. Man kann hier vorne enger ziehen. Der Rucksack kann also auch sehr kompakt gemacht werden. Wenn der beispielsweise geliefert wird, dann ist der wirklich, so sieht der aus wie so ein kleiner 35 Liter Rucksack. Und erst wenn man diese ganzen Gurtbänder wirklich öffnet, dann merkt man erst, wie riesig dieses Ding wird. Warum darf man den Osprey ETA nicht mit weniger als 18 Kilo beladen? Spannende Frage. Es gibt eine relativ einfache Antwort drauf. Die Rückenkonstruktion und auch die Schulterpolster und auch die Hüftpolster, also auch diese ganzen Gurtsysteme hier, sind nicht, das heißt nicht, dass man weniger nicht reintun darf. Es heißt nur, dass die Konstruktion so steif ist, dass erst ab einer gewissen Zuladung, ab einer gewissen Beladung, letztlich so viel Druck nach unten drückt und zieht, dass diese ganzen Teile bequem werden. Platzmäßig ist es so, braucht man den Bottomload eigentlich? Nicht unbedingt. Ich persönlich würde den Bottomload nur dann nutzen, wenn ich einen Schlafsack mit habe, der wirklich klein genug ist, dass er durchs Schlafsackfach reinpasst. Bei meinen Testeinsätzen hatte ich ihn immer mit dem C2 Summit AP3 beladen und da darf ich euch ganz ehrlich sagen, ich komme damit nicht durch das Schlafsackfach rein. Ich muss über den Frontload rein und dann eben nach unten stopfen. In diesem Fall hat er also absolut keinen Anwendungszweck, dieses Schlafsackfach. Was nicht heißen soll, dass es klein ist. Ich muss hier kurz gleich was dazwischen schieben, sonst vergesse ich das. Der Rucksack hat hier nochmal zwei zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für Isomatten und Co. Na, dass man das hier so drüber spannen kann. Sie haben das über das Schlafsackfach drüber gemacht. Ich verstehe die Idee, weil ich komme sozusagen sowieso, also ich muss sowieso nicht in mein Schlafsackfach rein, aber egal, wenn ich da irgendwas anderes drin habe und keinen Schlafsack und von unten zugreifen will, dann muss ich, wenn ich eine Isomatte dran habe, immer die komplette Isomatte wegklappen. Wie nervig ist das denn? Man hätte das genauso lösen können, indem man diese kleinen Clips einfach hier unten ansetzt und die hier ein bisschen weiter versetzt. Das hätte unschöne Nähte gebracht, ich weiß, aber der Rucksack ist sowieso nicht für die Fashion Week gedacht. Hier sind also Pickelbefestigung, Schlafsackfachzugang und die Befestigungsmöglichkeiten für allerlei Krimskrams, der noch außen dran soll, Isomatte beispielsweise, gleichzeitig. Das ist einfach Quatsch. Also das ist einfach Quatsch. Der Zugang ist also groß, ihr seht das hoffentlich halbwegs, der Zugang ist groß genug, ihr kommt mit einem minus 15 Grad Schlafsack beispielsweise aus Daune. Also Mountain Equipment, Glacier 1000 oder Phantom minus 5 und so weiter. Da kommt ihr ganz locker rein, dann erfüllt das Ding auch seinen Zweck. Mit wirklich dicken, fetten Schlafsäcken für Expeditionen, Winterbergsteigen und so weiter, kommt man eher nicht rein. Da muss man halt übers Frontfach und dann runterstopfen. Volumentechnisch ist aber genug Platz, auch für wirklich fette Schlafsäcke und so bulkige, klobige Schlafsäcke ist auch Platz. Fassen wir es zusammen, die Verarbeitungsqualität ist 1A, die verwendeten Materialien sind so mittelprächtig, beziehungsweise sind natürlich nicht schlecht, aber ich hätte mir andere Sachen erwartet, gerade weil ich es jetzt hier in der Hand habe. Für die Pickelbefestigung haben sie hier ihr geniales Kordelsystem verwendet. Und hier oben haben sie fürs Zuziehen gar nichts verwendet. Nicht mal ein Stopper ist drauf. Und was passiert? Ihr seht es, die zwei einzelnen, die zwei Enden des Bandes, die verlieren sich irgendwann in ihrem Knopf und gehen auf. Es funktioniert trotzdem, aber es ist halt so komisch. Dann muss ich die wieder selber zusammenknoten. Also es sind an manchen Stellen einfach, ist einfach gespart worden und das verstehe ich nicht, weil der Rucksack ist sowieso schon so teuer. Da hätte man noch überall einfach wirklich das große Kreuz machen können. Das hätte wirklich niemandem geschadet und Leute wie ich hätten das definitiv zu schätzen gewusst. Das war es jetzt mal von meiner Seite. Der Techniktisch heute ein bisschen gestresst und ein bisschen kurz eingebunden, aber das Video wird einfach sonst ewig lang. Und jetzt schauen wir uns noch den Preis an. Da werden einige von euch ins Schwitzen kommen, denke ich mal. Denn der Osprey ETA Plus 85, also genau in dieser Ausführung, kostet UVP 380 Euro. Das ist eine ganze Stange Geld für einen Rucksack. Ich kann aber gleichzeitig, falls ihr noch keinen Herzinfarkt hattet, Entwarnung geben. Diese Dinger gibt es in der Regel sehr viel günstiger in diversen Online-Shops und bei Vergleichsportalen. Deshalb lohnt sich da auf jeden Fall ein Blick und nicht unbedingt der UVP-Kauf. Warum kostet dieses Ding so viel Geld? Kurz gefasst, weil sie es können. Denn der ETA verbindet auf der einen Seite eben diese Trekking-Rucksäcke, das Volumen und den Komfort von Trekking-Rucksäcken, was ein sehr schwieriges, komplexes und spezielles Thema ist. Aber gleichzeitig kommt eben noch,
mit dazu, dass sie diese bergsteigerischen Elemente, die Befestigungsmöglichkeiten, die Organisation und so weiter von einem Bergsteigerrucksack miteinander verbinden. Und diese Kombination ist es, die letztlich ihnen ermöglicht zu sagen, Jungs, wenn ihr das haben wollt, müsst ihr halt das bezahlen. Denn die Konkurrenz schafft das in diesem Stil nicht. Entweder es fehlen quasi die massiven Befestigungsmöglichkeiten für die bergsteigerische technische Ausrüstung sozusagen, oder es fehlt eben an Volumen oder Tragekomfort. Es gibt einige wirklich große, voluminöse Rucksäcke, die wirklich super bescheiden zu tragen sind. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Trekking-Rucksäcke, bei denen ich einfach keinen zweiten Pickel befestigen kann, was ebenso schwierig sein kann, je nachdem, was man eben vorhat. Deshalb kommen wir jetzt einfach mal zum Fazit. Der Osprey ETA 85 Plus bzw. auch der Ariel tragen sich extrem bequem. 25 Kilo zu schultern war meiner Meinung nach oder für mich noch nie so bequem, einfach und vor allen Dingen ja leicht wie mit dem ETA. Der ETA rechtfertigt seinen Preis und sein Gewicht, weil er mit 2,7 Kilogramm Leergewicht eben auch eine ziemliche Sau ist. Letztlich durch den Komfort, den er genau damit bieten kann. Gleichzeitig bleibt Osprey aber auch einige Dinge schuldig, die sie hätten besser machen können, wie sie es im Mutant beispielsweise, beziehungsweise in dieser Serie, eigentlich schon bewiesen hatten. Zum Beispiel die Clips bei den Gurtbändern, die eben von der Mutant-Serie übernommen hätten werden können, denn die funktionieren mit Handschuhen deutlich besser. Und gerade einen Ether setze ich ja auch in Regionen ein, wo ich einfach mit dicken Handschuhen arbeiten muss. Gleichzeitig sind so Dinge wie fehlende Stopper und Co. Das muss wirklich nicht sein Argument. Und deswegen ist er eben auch nicht perfekt, beziehungsweise er ist nicht ganz das, was er sein könnte. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach mal an Punkten fest, damit wir ungefähr wissen, wovon wir reden. Material und Verarbeitung 8 von 10 Punkten. Tragekomfort 9 von 10. Features 10 von 10. Organisation 8 von 10. Preis 7 von 10 Punkten. Fairerweise, ich hätte ihnen eher weniger gegeben, aber man muss ihnen ehrlicherweise auch anrechnen, dass sie in dieser Nische gerade eine Monopolstellung innehaben und das nutzen sie schlichtweg aus. Preislich gesehen ist er also mehr oder weniger gerechtfertigt. Ich persönlich finde ihn im UVP definitiv zu teuer. Die Logik erschließt sich mir aber, warum er das kostet. Macht also eine Gesamtzahl von 42 von 50 Punkten, womit ich ihn definitiv als sehr gut einstufen würde. Ihr könnt mir jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Rucksäcken haltet, ob ihr vielleicht selber einen Ether habt oder gerne mal tracken gehen würdet und dafür einen passenden Rucksack sucht. Schreibt mir das, wie gesagt, sehr gerne mal in die Kommentare. Hilft mir, hilft anderen, hilft dem Algorithmus, hilft! Jedenfalls. Wenn ihr übrigens noch mehr helfen wollt, dann könnt ihr jetzt auch Kanalmitglied werden oder auch bei Patreon Mitglied werden. Da gibt es das ein oder andere sehr gute Angebot für euch. Paar Zusatzinhalte, auch am Ende des Monats, Podcasts und Artikel aus Am Berg kostenlos, etc., etc., etc. Wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch jetzt wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.